Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Mini-Benny Channel. Wir kümmern uns heute mal um ein Thema. Ja, ich weiß noch nicht, wo das Ganze enden wird. Ich habe Starfield gespielt und alles Mögliche aufgenommen, zurechtgeschnitten. Und natürlich bin ich auch auf den ganzen Planeten und Monden gelandet und habe versucht, meine Erfahrungspunkte zu sammeln und hier und da das alles zu entdecken und vor allen Dingen aufzudecken, so dass der Planet oder der Mond als 100% entdeckt gilt. Die meisten wissen es, es gibt dafür auch viel Geld. Also wenn man einen Planet vollständig erkundet hat, dann bekommt man eine Datenslate und die kann man verkaufen. Und dafür kann man eine ganze Menge Geld bekommen. Also man kann es auch bei Vladimir im Auge verkaufen. Und es gibt hier und da auch noch andere Stellen, wo man das machen kann, wenn er kein Geld mehr hat. Aber das wäre ein Thema für ein anderes Video. Mir geht es hier einfach nur darum, wenn man auf dem Planeten landet, sich umschaut, dann nimmt man ja seinen Scanner und kann die Umgebung scannen. Ja, und dann kommen neue Icons und ja, denen kann man nachlaufen. Ja, und ich habe ganz viele Videos aufgenommen und immer diese Icons, nachdem ich sie erkundet habe, hier aufgezeichnet, fotografiert und zurechtgeschnitten als Icon-Set zusammengebaut. Und die anderen, ja, Scanner auch, die sehen wir hier. Für mich war die Frage da, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das Ganze abzukürzen, indem man eben einfach weiß, wo man hinlaufen kann. Also, dass man nicht die falschen Icons abläuft. Wir können auch mehrere selbe Ereignisse auf einem Planeten haben, obwohl wir die schon entdeckt haben. Das erste, was mir aufgefallen ist, als ich alles zurechtgeschnippelt habe, ist eben, dass viele Icons doppelt sind. Wir haben jetzt hier 3 doppelte Icons. Alle haben jetzt oberflächlich irgendwas mit Pilze zu tun oder ja, also üppige Wucherung oder Pilzwucherung. Also das könnte bedeuten, dass der Scanner noch nicht entsprechend ausgebildet ist und das ist einfach nur eine Oberkategorie. Oder Bethesda hat einfach keinen Bock mehr gehabt, neue Icons zu machen. Um diese ganzen Eigenschaften und Inhalte zu finden, ja, da gibt es eine Menge Fragen. Sind die denn zufallsgeneriert oder entscheidet sich das, wenn man auf dem Planeten landet und du deinen Scanner rausholst und dann in der Gegend rumguckst? Werden dann erst zufallsbasiert irgendwie die Orte entschieden oder ist es im Weltraum, wenn du die Landung antrittst oder ist es überhaupt nicht zufallsbasiert, sondern fest verortet? Zur Zeit, als ich dieses Video hier mache, ist mir das überhaupt nicht klar gewesen und ich werde an dieser Stelle etwas einfügen. Ja, mein Ergebnis aus diesem Video und wir erarbeiten uns das gemeinsam hier im Video. Wir spielen das zurechtgeschnitten alles zusammen und dann schauen wir nach, ob es irgendwelche Zusammenhänge da gibt und vielleicht kannst du dann auch irgendwas abkürzen. Mal sehen. Exploration-Aufgaben, die finden wir ja meistens im Mischen Board der Constellation, die sind überall ausgestellt oder unten im Keller der Loge steht ein Mission Board oder du stellst dir selber ein in deinen selbstgebauten Außenposten. Und da sind bisher 2 Missionen gewesen, wo ich ganz große Schwierigkeiten hatte, überhaupt die Lösung zu finden, wo ich ganz lange rumgeeiert habe und das ist diese Mission. Und eine zweite Mission, ich zeige euch jetzt mal eben die Lösung. Wenn es fest verortet ist, dann hast du eine Idee, wo du hin musst. Also Kumasi, die Aufgabe nach einem, ja, wir sollen einen Planeten mit primatischen Federn orten und das Ganze hat das Attribut Chemie. Und da fängt es eigentlich auch schon an, obwohl es total unlogisch ist. Also primatisch ist das natürlich nicht, sondern prismaartische Federn sollen wir finden. Beides klingt erstmal sehr abstrakt, aber wenn die schon sagen, es gibt etwas Chemisches, dann gibt es natürlich auch was anderes zu den anderen Merkmalen zugeordnet. Und das finden wir hier jetzt in dem Video heraus, also kristalline Mineralien. Also hier haben wir das gefunden. Also genau den Ort kann ich euch natürlich nicht sagen, aber auf jeden Fall den Planeten, wo ihr suchen müsst. Und bei dieser Mission habe ich auch meine Schwierigkeiten gehabt.
Orte ein Planeten mit kontinuierlicher Leitung. What? Und da haben wir schon mal ein Attribut wieder. Also wir haben chemisch und geophysisch. Aber es gab diesmal keinen Missionmarker für mich oder einen Hinweis, welchen Planeten ich ansteuern muss oder welches Sonnensystem. Ich soll einfach nur kontinuierliche Leitung irgendwas scannen und die Daten dazu besorgen. Und die Lösung ist ein neues geophysikalisches Merkmal und das ist der leitfähige Grat. Das habe ich jetzt nicht so schnell herausfinden können und da haben wir eben den leitfähigen Grat an dieser Stelle, an diesem Ort. Du kannst das Ganze nachspielen. Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, ich habe zwei Beispiele genommen, wie schwierig das sein kann, irgendwelche Dinge suchen und zu finden, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert. Was wir auf jeden Fall wissen, und das sagt uns das Spiel ja auch öfters, dass wir manchmal an anderer Stelle landen müssen, um die Planetenanalyse abschließen zu können. Was wir auch wissen, ist, dass es einen Punkt bei den Skilltree-Scanner gibt. Allerdings wird dort deklariert, dass man die Zoom-Stufe erhöhen kann. Natürlich findet man die ganzen Scanner-Sachen unter Forschung. Aber es gibt, wie wir hier sehen, auch ganz viele andere Skillpunkte, die mit dem Scanner interagieren und die ganz beiläufig so im Nebensatz erwähnt werden, wie Zoologie, Botanik, um mehr Informationen bei der Scanner-Datenanalyse zu erhalten. Das hört sich sehr vielversprechend an. Auf jeden Fall gibt es viele Skillpunkte, die wir auf den Scanner in irgendeiner Art und Weise setzen können. Im Video sehen wir jetzt gerade hier einen Ort, eine Ich-Stelle. Wir sind irgendwo gelandet und ich habe alles Mögliche dort aufgedeckt und kann jetzt schnell hin und her reisen. Es gibt noch einige Sachen, die wir für die 100% Planeten-Datenanalyse Abschluss nicht gebrauchen können, und das ist zum Beispiel abgestürztes Raumschiff und all jene Dinge, die wir noch nicht aufdecken können, weil der Scanner einfach noch nicht die erforderlichen Fähigkeiten besitzt und du noch nicht die ausreichenden Skillpunkte gesetzt hast. Oder dann gibt es auch so Sachen wie die Höhle, die zählt niemals, und ja, wenn du dann die Höhle siehst, dann brauchst du da gar nicht erst hinlaufen. Ja, so Sachen, wo man einen richtig ausgebildeten, kompletten Scanner braucht und vielleicht auch noch zukünftige Perks für DLCs oder sowas, das wissen wir noch nicht, ist die Oase und Felsformation und all solche Dinge, die hier notiert sind. Und ja, wir schauen uns das aber genauer am Ende des Videos an, also all jene Sachen nochmal als Videobeispiel, die ich jetzt nicht sofort aufdecken konnte oder scannen könnte. Wir kümmern uns erstmal um die ganzen Merkmale, wie ein biologisches Merkmal, chemisches Merkmal, geophysikalisches Merkmal, geologisches Merkmal und solche Dinge. Außerdem habe ich den Fundorten eine Sternenbewertung zugefügt. Also hier sehen wir in dem Ordner, dass es irgendwie so 2, 4, 6, 7 Plätze gibt, wo ich dasselbe Item gefunden habe. Also das ist ziemlich oft vorhanden. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach nur Pech gehabt, dass ich zufälligerweise immer auf jenen Planeten gelandet bin, die immer dasselbe Item haben oder dieselben Datenanalyse. Und ja, also im Verlauf des Videos werde ich erstmal das so einschätzen und dann später auch nochmal ohne euch im Internet nachschauen, in irgendwelchen Wikis, und dann nachträglich das Video nach Sternen bewerten. Vorrangig werde ich natürlich meine eigenen Ergebnisse verwenden und die eben mit Wikis ergänzen. Das Video ist so strukturiert, dass ich zuerst das Ziel herausfinden möchte und das alphabetisch geordnet hat und im Nachgang erst die Eigenschaften oder Merkmale, ja, eine Rolle spielen, wie geophysikalisch und sowas alles. Erstmal sind die ganzen Ziele alphabetisch geordnet, also amphibisches Dickicht ist also als erstes mit A, egal ob es ein geobiologisches oder sonstiges Merkmal hat. Eigentlich mag ich das nicht so gerne, aber in diesem Video habe ich das Ganze umgedreht. Ich habe zuerst mir alles erarbeitet und dann eine Zusammenfassung als Grafik eingeblendet mit der Sternbewertung,
den Fundorten, wo du dieses Attribut und die ganzen Sachen finden kannst. Und ja, also das ist natürlich für die Videobeschreibung ein bisschen schwierig, wenn zuerst das Gameplay-Material kommt und dann erst die Zusammenfassung. Aber es passt zu dem Video, dass wir uns das Gesamte hier erarbeiten und herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Wow, hier sieht das ja richtig cool aus. Auf Piazzi 4C. Ich glaube, ich werde hier mal meine Basis aufbauen, weil das sieht echt richtig schnieke aus. Und mit 8 Ressourcen können wir auch hier einiges abbauen. Ja. Da baue ich meine schöne Basis und dann schön zurücklehnen und aus dem Fenster gucken und die Umgebung genießen. Alles schön ausdekorieren, damit alles gut aussieht in meiner Basis. Das macht Spaß. Nach Piazzi müssen wir auch ganz oft für die ganzen Gravitationsanomalien reisen, für die Hauptstory. Ja, und wir haben eben das Gameplay gesehen und jetzt kommt erst die Karte. Also die Karten kommen erst immer hinterher. Und hier sind wir gerade auf Ixel. Und da habe ich auch amphibisches Dickicht gefunden. Ihr braucht keine Angst haben, ich werde nachher jetzt nicht alle reinschneiden, sondern ich werde mich vornehmlich für die Sachen entscheiden, die bei Tageslicht sind, was man gut im Video sehen kann. Und ja, also das nehme ich vornehmlich als Videomaterial. Für amphibisches Dickicht haben wir eine Menge Videomaterial gesammelt und das schauen wir uns jetzt hier in der Gesamtübersicht an. Und diese Merkmale hatten wir bisher. Neues biologisches Merkmal auf diesem ganzen Planeten habe ich das gefunden. Das kannst du nachspielen, wenn du das suchst. Wenn der Constellation Automat hier sowas als Aufgabe ausgibt und du Geld verdienen willst zum Beispiel, kannst du in die Videobeschreibung reinspringen vom MediBerni-Video, auf den gewünschten Inhalt drücken und erhältst sofort eine Karte und kannst gezielt in deinem Spiel das Ganze ansteuern. Ja, die aufstrebende Tektonik, das ist ein neues geologisches Merkmal. Wir folgen dem Icon von neues geologisches Merkmal, also dieses Icon. Ob das immer dazu geordnet ist, finden wir auch hier im Video heraus. Wir sind jetzt hier auf Toliman 2. Toliman 2, da gibt es den Endkampf über die Hadrian-Storyline. Deswegen sind hier auch vermehrt Terramorphs zu finden. Hier ist auch die Militärbasis. Wenn du einen neuen Game Plus-Modus startest, dann kannst du hier die Militärbasis und erstmal deine Taschengut auffüllen. Und dann sehen wir eine Zusammenfassung, wo ich überall aufstrebende Tektonik gefunden habe. Und ja, es ist als neues geologisches Merkmal deklariert und ist so mittelmäßig oft im Spiel vorhanden. Aber ein bisschen weniger als ja ganz normal. Hier bin ich diesem komischen Icon nachgelaufen und das erpuppt sich als neues ökologisches Merkmal. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ja, sieht auch organisch oder irgendwie ökologisch aus. Eisige Gletscherspalte, das haben wir hier gefunden. Und damit habe ich meine Datenanalyse von Kang 5 abgeschlossen und kann damit jetzt richtig viel Geld verdienen. Die Daten verkaufen, das ist ja das Ziel, deswegen machen wir das alles hier. Und da haben wir wieder so ein natürlich Icon, das sieht genauso aus wie eben. Jetzt könnte man meinen, die sind immer gleich. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, dass das fest zugeordnet ist. Ob das so ist, werden wir nachher herausfinden. Eisige Gletscherspalte. Okay. Die habe ich hier auf Hawking gefunden. Und jetzt haben wir das nochmal dasselbe Icon
Das ist auch, ich kann es vorwegnehmen, der eisigen Gletscherspalte zugeordnet. Das Merkmal, was wir hier aufdecken. Ja, und dann haben wir hier alles abgeschlossen. Ich zeige dir nochmal die Karte. Das war hier im Sol-System und auf Titan. Dort findest du eisige Gletscherspalte und unser Zwischenstand. Wir haben das auf Kang, Hocken und Titan gefunden. Es wurde als neues ökologisches Merkmal deklariert und das Icon war bei allen drei gleich. Jetzt jagen wir das freigelegte Wurzelsystem und das ist ein neues ökologisches Merkmal. Das habe ich auf Porima 4D gefunden. Oh, das sieht ganz cool aus hier. Freigelegtes Wurzelsystem. Aha. Ja, da haben wir die Karte nochmal vom Porima 4D. Dort ist es. Und freigelegtes Wurzelsystem gibt es auch in einer Eislandschaft. Also das ist wohl egal. Man kann es wohl überall finden. Also hier ist eindeutig Eis, Schnee. Wir haben zwei, drei verschiedene Witterungsbedingungen hier gehabt. Okay, sieht schick aus und jetzt haben wir hier so eher so biologischen Planeten, wo ganz viel Wasser und ja, kultiviertes Leben vorherrscht. Und hier haben wir natürlich auch freigelegtes Wurzelsystem. Ich finde, das passt hier auch gut zum Planeten. Und dann schauen wir uns mal die Zusammenfassung an. Also auf Piazzi, Porima, Schrödinger und nochmal das gleiche auf New Game Plus gefunden. Also den Ort auf New Game Plus bestätigt. Und hier haben wir ein neues biologisches Merkmal auf Piazza 4C und wir jagen jetzt gerade Gasleben. Das brauchen wir, um die Analyse abzuschließen und die Planetendaten für viel Geld zu verkaufen. By the way, also wenn man die ganzen Daten verkauft, dann werden die eigenen Daten nicht gelöscht. Also die Datenslate, die kopieren wir wahrscheinlich und geben die weiter. Aber unsere eigenen Informationen bleiben bestehen über den Planeten, die wir uns erarbeitet haben. Also wer das bisher noch nicht gemacht hat, weil er Angst hat, dass seine ganzen Daten dann hier gelöscht werden, wenn er die Slate verkauft, kannst du ruhig machen. Wow, schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Hier möchte ich auch meine Basis aufbauen. Oh Mensch, das sieht ja richtig schick aus. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir auf Porima 4D. Was für ein geiler Sundown hier. Schaut euch das mal an. Oh, so beautiful. Oh, guckt ihr das mal an. Und da liebe ich irgendwie Starfield für. Und das ist nicht irgendwie so ein assetfarbener Polygon-Matsch. Das ist alles, wo man... Ja. Da gibt es ein anderes Spiel, was andere Leute sagen. Ja, dann kann ich doch auch gleich das spielen. Nein, kannst du nicht, weil dann hast du nicht so einen geilen Sundown hier, Mensch. Und das Gaslebensform... Icon sieht auch richtig lustig aus, muss ich sagen. Fehlen noch so ein paar Augen drin und dann haben wir den... Ja, hier haben wir nochmal die Karte Porima. Ah, Porima, da ist viel los, finde ich. Also, habe ich unterschätzt. Da kann man viel entdecken. So, und dann haben wir jetzt hier wieder dieses komische Icon, was wir nach... Jagen, das kann ich immer alles gar nicht beschreiben und wir wissen ja auch gar nicht, ob es das Icon für ökologisch oder sonst was für Merkmal ist. Es wird als Lebenszeichen neues biologisches Merkmal steht dran. Gaslebensform. Okay.
haben wir hier auf Tau Ceti 2 gefunden. Und wenn wir die Daten erfasst haben, bekommen wir auch noch eine kleine Erklärung dazu, die immer so beiläufig irgendwie so angezeigt wird. Ja, und dann schauen wir uns das Ergebnis an, die Fundorte, wo es das gibt und die Bewertung. Gasleben auf Piazzi, Porima und Tau Ceti gefunden. Und hier haben wir schon das zweite Attribut, das zweite Icon. Und an dieser Stelle kann man schon mal sagen, dass man, wenn man auf dem Planeten landet und hier die Umgebung sieht, in welche Richtung man laufen will, das ist nicht dem Icon zugeordnet. Also, wir können das in verschiedenen Icons finden. Das hilft natürlich überhaupt nicht und damit können wir auch überhaupt nicht abkürzen. Es wäre ja schön gewesen, wenn es bestimmte Icons gibt, wo wir dann wissen, naja, das ist Gasleben und wenn das jetzt noch nicht voll aufgedeckt ist, in die Richtung müssen wir laufen, weil immer das so und so ein Merkmal hat oder die Eigenschaft und dann biologisch, geologisch oder geophysikalisch, da können wir dann immer drunter dieses Icon finden oder das Ziel. Aber den ist nicht so, wie wir jetzt herausgefunden haben. Die Icons sind komplett losgelöst davon. Jo, jetzt haben wir hier geschmolzener Gletscher. Das ist ein neues geologisches Merkmal. Und das haben wir gefunden auf Hawking. Und das Ganze gibt es auch nur viel dichter dran. Ganz am Anfang am Spiel sind wir in Jemison in New Atlantis. Wenn man den Planeten auch so erkundet, dann wird man auf geschmolzener Gletscher stoßen. Passt auf jeden Fall zu einem erdähnlichen Planeten ganz gut. Hier gibt es Wasser, hier gibt es Leben. Und dann haben wir auch ein neues. Und das finden wir auf Zelanzni. Jetzt haben wir wieder dieses gleiche Icon. Okay. Jetzt sind wir übrigens, ja, Zelanzni 2. Ja, ich habe nichts Besseres als Dunkelheit gefunden. Hier ist auf jeden Fall auch ordentlich Leben. Ah, da oben. Einmal klicken. Das ist auch übrigens immer unterschiedlich. Das kann ein, zwei, dreimal sein und so. Das wird tatsächlich randommäßig ausgewürfelt. Dann kommen wir zu einer Zusammenfassung geschmolzener Gletscher. Das haben wir, neues geologisches Merkmal, haben wir die beiden Icons bisher gehabt. Und wir haben es auf Jemison, Zelanzni, Hawking und Nira gefunden. Und man glaubt es nicht, also es ist wirklich so, die Gravitationsanomalien sind manchmal auch auf dem Planeten verankert, dass man die als ja, Planeten-Exploration suchen und verankern muss. Und das ist hier passiert, und zwar sind wir hier auf Ixel unterwegs. Ixel ist auch so ein Ort, wo man auch viele Tempel findet und ständig immer hinlaufen muss, um seine Kräfte auszubilden. Also Ixel finden wir hier. Und tatsächlich gibt es die Gravitationsanomalie, die wir suchen und finden können. Und hier haben wir noch einen. Diesmal sind wir auf Tau Ceti 8b unterwegs. Und da hinten sieht man schon den Turm. Oder es war mal ein Turm wahrscheinlich. Wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall. Hier finden wir eine Anomalie. Und zwar so eine, die wir auch suchen und für den Planeten deklarieren können. Und hier ist das Icon immer gleich. Also, wenn wir das sehen, dann wissen wir immer Bescheid, was sich dahinter verbirgt, in welche Richtung wir laufen müssen. Es wird nur manchmal als Flugplatz angezeigt.
Das ist auch immer sehr interessant. Zunächst irgendwie als Flugplatz und dann, wenn man mit dem Scanner drauf geht, dann wird das bekannte Symbol gezeigt. Und hier haben wir jetzt noch ein, diesmal auf Altair 3. Da haben wir die Gravitationsanomalie gefunden. Und hier haben wir eine Zusammenfassung zu all dem, was wir bisher haben. Und hier gibt es neues geophysikalisches Merkmal. Haben wir bisher nur die Gravitationsanomalie gefunden. So, und dann haben wir neues ökologisches Merkmal. Und zwar haben wir da intelligente Mikrobenkolonie. Wir sind hier auf Altair 2 unterwegs und ich finde das hier eigentlich relativ schön, muss ich sagen. Also diese Farben von den Felsen und sowas stechen doch sehr hervor, muss ich sagen. Also sehr kräftig in den Farben. Auch Sand und das Wasser und so. Also sieht schön aus hier. Und da haben wir Altair. Und das haben wir auf Tolliman, Schröder, Eridani und nochmal Altair gefunden. Ökologisches Merkmal haben wir zwei Icons mittlerweile verankert. Umso weiter wir im Video voranschreiten, umso mehr scheint es zu werden. Aber trifft das auf alle zu? Oder ist das hier, gibt es einige, die besonders sind? Den Korallentümpel, ja. Korallentümpel, den haben wir auf Hawken 2 gefunden und hier haben wir die Map dazu. Ja, irgendwie habe ich auf Hawken ganz schön viel gefunden im ganzen System und ja, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil ich die vornehmlich aufgedeckt habe. Oder ob da generell viel Lohnenswertes drin ist. Also ganz schön weit weg. Falls du noch nicht das Raumschiff dafür hast, kannst du hier auf Midibenny sehen, was es dort alles zu explorieren gibt. So, wir sind weiterhin im Korallentümpel unterwegs. Immer hatten wir jetzt eine Schnittstelle. Wenn wir einen Korallentümpel suchen, dann sind die Icons zu dem immer gleich, aber nicht immer gleich zu den Attributen zugeordnet. Hier sind wir unterwegs bei der Zusammenfassung Hawken, Schröder, Schrödinger und Mira gefunden und wir haben auch ein neues biologisches Merkmal, mittlerweile zwei Icons verankert. Okay, hier sieht es auch ganz cool aus, also sehr interessante Ansicht hier. So irgendwie Knospen oder irgendwas. Riesenknospen oder so. Mal sehen, was da rauskommt. Kranke Biosphäre, da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Hätte ich jetzt irgendwie was Pilziges oder Sonstiges vermutet. Gefunden hier auf Oborum Prime und zwar auf dem ersten Planeten Oborum 1. Ja, und dann haben wir noch eine Krankbiosphäre, neues ökologisches Merkmal ist das. Nur das Icon, was wir hier sehen, ist dem nicht zugeordnet. Was auch immer das bedeuten wird. Hier ist wohl irgendwie so eine sumpfige Atmosphäre. Sieht ziemlich toxisch aus. Also das stimmt schon. Kranke Biosphäre, sehr einleuchtend. So, die haben wir auch hier wieder auf, nicht wieder, sondern auf Huygens gefunden. Ganz am Rand des Universums. Und neues ökologisches Merkmal haben wir auf Huygens Mal und Oberum gefunden und diverse andere Orte habe ich hier auch noch aufgeschrieben. So, hier haben wir ein,
Ja, also ich finde, das Icon sieht aus wie ein Kristall und tatsächlich haben wir ja auch kristalline Matrix gefunden. Und für mich war es ein neues geologisches Merkmal und zwar hier auf Alpha Centauri müssen wir nicht so viel reisen oder nicht so weit reisen, keine großen Sprungdistanzen zurücklegen. Und hier auch wieder, also das sieht ja so aus, das Icon wie ein Diamond. Und tatsächlich sind hier solche Kristalle hinter Versteck. Auch wieder geologisches Merkmal. Ja, passt. Passt gut zusammen, kann man sich merken. Also wenn man Kristalle sucht, muss man dem Kristall nachlaufen. Das Icon, das passt. So, hier haben wir Lovell, Zamka, Porima und Titan, Sol. Also alles ein bisschen näher dran auch. Weil nicht nur so ganz weite Sachen weg, so Sachen, die ganz weit weg sind, zeigen. Wer weiß, vielleicht kannst du da ja noch nicht hinspringen. Also es gibt hier auch Namen, Dinge, die am Alpha Centauri oder in der Nähe verankert sind. Kristalline Mineralien haben wir gefunden. Diese Wolke kennen wir schon, aber da ist so ein roter Punkt noch drin. Das hatten wir schon beim Gasleben. Die sehen übrigens sehr schick aus, so in Rot, so. Echt cool. So, das haben wir auf Porima gefunden. Da ist auch viel los auf Porima. Die ganzen Videosequenzen sind übrigens ein Zusammenschnitt aus den letzten 6 Monate. Also es ist nicht so, dass ich jetzt vor 4 Wochen angefangen habe, das Video zu machen, sondern ich habe immer mal wieder diese Dinge aufgenommen, über längeren Zeitraum zurechtgeschnitten, in einen Ordner gepackt und mache eben jetzt dieses Video. Das ist Videomaterial auf 6 Monaten. Eine Quersumme. So, hier. Also 6 Monate habe ich gebraucht, das Video zu machen. Nein. Okay, das haben wir jetzt gefunden. Wir waren neues geophysikalisches Merkmal, nicht geologisches, sondern geophysikalisches Merkmal. Und das haben wir hier in oder auf Heisenberg gefunden. Heisenberg 4. Und wir sind jetzt in Hawking wieder unterwegs. Hawking 2. So, und ja. Und wir haben wieder das Diamond-Symbol und das passt ganz gut zu Kristallsäulen. Also das ist logisch, das ist nachvollziehbar, das kann sich jeder merken. Also hast du ein Diamond, dann wirst du dort irgendwas Kristallisches finden. So, das war Hawking 2 und wir haben es auf Hawking 2 New Game Plus 13, Hawking 2 New Game Plus 12 und Hawking 2 im ganz normalen New Game, nicht New Game, sondern das Hauptspiel auch gefunden. Also ein Fundort grundsätzlich über mehrere Paralleluniversen ja, bestätigt. Also es war 3-mal am selben Ort. New Game Plus 12, 13 und das normale Spiel an selber Stelle. Ist das ein Weg mit dem Soundfall, wie das Ganze funktioniert? Ich denke schon, wir werden sehen. Schon wieder Hawkins und da habe ich leitfähiger Grad gefunden auf Hawking 2. Und leitfähiger Grad, ich weiß nicht, was dieses Icon einfach zu bedeuten hat. Es steht natürlich dran. Unbekanntes Merkmal. Und da haben wir wieder ein neues geophysikalisches Merkmal. Leitfähiger Grad. Ja, das haben wir vorhin in der Constellation Mission auch gesucht und gefunden. Und jetzt haben wir hier das Ganze auf Alpha Centauri gefunden. Auf Alpha Andraste 5. Also man muss nicht ganz so weit nach Hawking reisen. Und Schrödinger gibt es das Ganze auch. Und wir haben jetzt mittlerweile das dritte Icon
auf neues geophysikalisches Merkmal verankert, also drei Stück schon. So, und dann sind wir jetzt hier bei Meteoritenkrater. Das ist ein neues geologisches Merkmal. Das haben wir auf Didacha 1C gefunden. Und hier ist die Karte nach Didacha. Du musst über Narion reisen, Cheyenne. Ja, und hier ist irgendwas so abgespreiztes. Das erinnert mich so an ein Vogelstraußkleid. Irgendwie so von der, ja, von der Ausdehnung her. Und ist aber ein Meteoritenkrater, verbirgt sich dahinter. Wenn wir dem nachfahren, es könnte irgendwie ein Einschlag, eine Explosion sein, was das darstellt. So dass das so vom Zentrum nach außen hin abspreizt dargestellt wird. Wir haben das auf Didacha Toliman Haken und Toliman 2b gefunden. Und wir sind schon bei neues geologisches Merkmal, beim vierten Icon, was dazugeordnet ist. Welches das ist, welche das denn alles sind, kannst du am Ende des Videos sehen. Also, wir erarbeiten uns das hier Schritt für Schritt. Hier haben wir wieder einen Meteoritenschauer-Einschlagstelle. Ist es die Einschlagstelle? Ja, das ist sie. Und die haben wir auch hier jetzt mal ein paar genommen, die nicht so weit weg sind in Alpha Centauri. Man muss nicht ganz so weit weg fliegen. Man kann auch hier in der Nähe bleiben, auf Horley. Das ist ein Mond von Olivas. Und hier haben wir mal eine Meteor-Schauer-Einschlagstelle, genauso wie ich sie mir vorstelle. Und hier gibt es nicht viel abzuschließen. Wir haben nur ein paar Ressourcen und die Meteor, und dann können wir 300 Erfahrungspunkte sammeln. Und jetzt haben wir nochmal die Meteor-Schauer-Einschlagstelle in Tirna. Ich glaube 8a ist das, wenn meine Augen mich nicht täuschen. Und das ist selten anzufinden, und wir haben schon das vierte neogeophysikalische Icon. So, und dann haben wir hier was? Ein ökologisches Konsortium. Und das war mir als neues ökologisches Merkmal deklariert. Natürlich. Wir haben für unsere Forschung, Analyse schon einen guten Fortschritt erzielt. Also wir sind schon bei Ö oder O angekommen. Ökologisches Konsortium. So, da haben wir es. Und da haben wir den Misthaufen. Ui, da ist auch alles drin. So, das haben wir gefunden hier auf Tau Ceti. Genauer gesagt auf Tau Ceti 8b. Und dann gucken wir uns nochmal die Zusammenfassung an. Oh, ziemlich häufig. Sehr häufig anzufinden. Und neues ökologisches Merkmal hat noch nicht so viele Icons verankert. Ob es daran liegt, dass wir alles alphabetisch sortiert haben, oder ob es da auch mehr oder weniger gibt oder weniger, das werden wir am Ende herausfinden, indem wir alle Eigenschaften einmal gescannt haben, alle Ziele gefunden haben oder verschiedene Ziele gefunden haben. So, hier ist Beta Marais. Wir sind auf Beta Marais unterwegs gewesen und hier sind wir in Cheyenne unterwegs. Ich habe mal auch einige Planeten dort erkundet. Und hier habe ich das oder die Pilzwucherung gefunden.
Montana Luna. Da haben wir die Pilzwucherung gefunden und es ist ein neues chemisches Merkmal. So wurde es mir aus angezeigt. Und dann schauen wir uns die Zusammenfassung an zu Pilzwucherung. Das ist die 1 der 3 selben Icons. Das ist kein Fehler von mir, sondern das Spiel hat es nicht anders unterschieden. Oder vielleicht liegt es auch an den Scanner-Skill-Punkten, wo man mehr Datenanalyse erfassen kann und es genauer dargestellt wird. Kann sein, ja. Möglich. Auf jeden Fall sehr wunderlich. Wir explorieren weiter und hier haben wir die riesige Scherbe gefunden. Die riesige Scherbe, das ist ein neues geophysikalisches Merkmal und wir sind hier in Sol unterwegs, genau genommen auf der Venus. Und jetzt haben wir hier noch eine Scherbe und die haben wir im Copernicus 1 gefunden oder ich habe die dort gefunden. Ist auch wieder als neues geophysikalisches Merkmal deklariert, wenn man es sucht. So, da haben wir einmal Scan, diesmal nur riesige Scherbe, einmal nur Scan. Das ist nicht immer so. Okay, da finden wir Copernicus, da kannst du gerne hinreisen. Auch Schrödinger heißen ja Copernicus und auch Venus gefunden. Seltenheit ist moderat, also so normal, nichts Spezielles. So, hier sind wir ja gerade auf Alpha Centauri Olivas unterwegs und suchen gerade das Schlammbecken. Das Schlammbecken haben wir hier gefunden und schließen damit die Aufgabe auch gleich ab und ja, ziemlich weit verstreut, ne? Guckt euch das mal an. Also mein Jetpack ist ordentlich benutzt und wir suchen und suchen und finden auch das zweite Schlammbecken. Und das Schlammbecken hat auch ein Icon, was es zweimal gibt. So, zählt zum neues geophysikalisches Merkmal und ist für mich selten gewesen. Also ich habe es selten gefunden und ist mir selten. Aber zwischen selten und rar und ultra rar und super selten gibt es ja auch noch einen Unterschied. So, das habe ich jetzt hier mit meinem Sternsystem mit Silber und Gold und Gelb auch dargestellt. Wir sind hier am Schwefelbecken unterwegs und zwar genauer sind wir wieder in Hawkins, aber diesmal Hawkins 3. Dort habe ich das Schwefelbecken gefunden und Hawkins findest du hier ganz am Rand, fast ganz außen. Hawkins 3. Aber es gibt auch Kang 5. Das sieht so schick aus hier. Also eigentlich wollte ich noch was anderes reinschneiden. Aber Kang sieht richtig cool aus. Ich mag das, wenn die so ein bisschen Dune-Wüstenplanet-Atmosphäre haben. Aber trotzdem nicht nur Wüste ist wie in Assassin's Creed Origins, sondern dass man solche interessanten Begebenheiten hat. Hier wie die Steine und ja, Farben und sich das auch so ein bisschen ja crazy abhebt. Wir suchen das Schwefelbecken und haben es hier auch gefunden. Bro, da ist es. Hm. So, ich finde das Icon auch sehr treffend, also muss ich schon sagen, sieht gut aus. Also Icons erstellen, finde ich, ist immer eine Kunst für sich. So, da ist Kang. Da finden wir das Kang-Sternensystem und da Kang 5. Da waren wir eben. Und dann schauen wir uns die Zusammenfassung nochmal eben an. Also wir waren ja neues chemisches Merkmal und das ist nicht so ausgebildet. Es hat nur zwei Icons verankert. Einmal unser Diamond und einmal natürlich. Ich habe überhaupt bei Starfield noch gar nicht so
eine Map-Zusammenfassung gesehen, wo dann die ganzen Icons erklärt werden, so ein Knowledge oder so, wo man nachschauen kann. Das hat Assassin's Creed ja immer sehr gut auf seinen Karten. Da drückst du dann auf mehr Infos und dann zeigt Assassin's Creed dir natürlich jedes Icon und erklärt es. Hier habe ich das gar nicht gesehen, also auch wahrscheinlich, weil es vielleicht nicht für jeden gleich ist. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Sturmkrater haben wir hier gefunden. Und zwar ist es ein neues geophysikalisches Merkmal. Ein Olivers. Nee, auf Voss haben wir es gefunden. Das ist ein Mond von Olivers. 40 und auf Hawken, Mars, Porrima und Voss haben wir es gefunden. Das ist ein neues geophysikalisches Merkmal und ist schon ziemlich angewachsen wieder. Und dort haben wir einen Ort entdeckt. Und diesmal ein neues ökologisches Merkmal. Da steckt hinter Teergruben. Und Teergruben sind mir ganz selten über den Weg gelaufen. Oder ich bin den über den Weg gelaufen, besser ausgedrückt, weil die sind ja da und ich muss da lang laufen und es finden. Ja, habe ich auf Schrödinger gefunden. Und es ist sehr, sehr selten anzufinden. Also für mich, ich habe bei Wikipedia nochmal nachgeschaut, auf meinem Starfeed Wiki. Da ist das auch nicht so. Und jetzt haben wir ein neues Icon für Neo-Geophysikalisches. Und ich schwöre, ich habe keine Skillpunkte gesetzt auf irgendwas Neues in Unterforschung. Weil die Skillpunkte, die ich da gesetzt habe, die waren alles auf Raumschiffdesign und so. Trotzdem wird mir ein neues Icon angezeigt für den Thermalkrater. Und das neue Rauten-Icon, ja, trifft es eigentlich ziemlich gut. Und das habe ich hier gefunden. Da finden wir Zielansny 6. Und jetzt sind wir auf Heisenberg 4 unterwegs. Und Heisenberg 4 hat auch dasselbe neue Icon wie der Thermalkrater. Wieder ein Rauten-Icon. Und Heisenberg finden wir hier. Und neues geophysikalisches Merkmal wächst jetzt mittlerweile auf 5 Icons an. Und ich frage mich, wo endet das Video und was passiert als nächstes? Werden irgendwie alles neues geophysikalisches Merkmal sein? Wird jedes Icon dazugehören? Wir werden sehen. Irgendwie sind wir doch alle so ein bisschen neo-geophysikalisch, also kann ja auch alles dazu geordnet werden, oder? So, das haben wir auf Porrima gefunden. Und zwar genauer auf Porrima 2b. Neues geologisches Merkmal war das aber. Tiefseevorkommen. Ach ja, wir waren im Tiefseevorkommen. Habe ich gar nicht erwähnt. Das haben wir auf jeden Fall auch Porrima 2 gefunden. Jetzt suchen wir ungewöhnliche Wucherungen. Und das finde ich jetzt ziemlich einleuchtend. Und da haben wir wieder dasselbe Icon. Ist ein neues chemisches Merkmal. Interessant. Dann schauen wir uns mal die Zusammenfassung an, weil das ist sehr selten und ja. Das haben wir hier auf Cloud-City gefunden und seltener anzufinden. Und neues chemisches Merkmal bleibt auf unser Diamond-Symbol und natürlich. Ich habe mir einen Charakter erstellt, der auch so ganz gut als Forscher und Wissenschaftler mit Expertise und Lebenserfahrung und grauen Haaren und ja, also ganz viel Ahnung hat. Neues geophysikalisches Merkmal. Und es sieht auch schick aus. Leute, schaut euch mal die Regenbogenfarben an und wie schön das abgesetzt hat, wie gut das aussieht.
Leute, das ist so anders als No Man's Sky, immer diese assetfarbenen Polygonmatsch zu sehen. Bro, das muss man doch einfach einsehen und verstehen. So, und hier, Schrödinger, wo wir gerade dabei sind, haben wir unterirdische Meere gefunden. Ja, unterirdische Meere war für mich selten. Ich habe am Wiki nachgeguckt, aber es gibt schon öfters mal. Also ein bisschen mehr als moderat, ein bisschen advanced Seltenheit. Wir haben jetzt hier die üppige Lichtung. Und alphabetisch ist man ziemlich am Ende mit U. U, V, W, X, Y, Z. Und ja, da kommt nicht mehr viel. Und andere Webseiten haben auch nicht mehr. Das habe ich nochmal überprüft als das, was ich hier dargestellt habe. Ich habe sogar noch mehr dargestellt als andere. Übrige Lichtung gibt es woanders nicht. Und hier haben wir ein neues ökologisches Merkmal. Bei den amerikanischen oder englischsprachigen Webseiten ist das nur als Oberkategorie geführt. Also die Unterscheidung mit Advanced Scanner Skills haben die gar nicht geführt. Also du bekommst hier im MidiBenny mehr Informationen als bei den Wikis. Zumindest nicht mehr Fundorte, aber mehr Unterscheidungen. Ob das hilfreich ist, weiß ich nicht. Besser wir haben das als jemand anders. Lass mal gucken. Also wenn man ein gutes Gehirn hat, dann ist es auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja, und weil ich das nicht habe, werde ich eine Grafik erstellen, was das alles ein bisschen deutlicher macht. Und hier haben wir dieses verbrannte Ökosystem. Das ist ein neues ökologisches Merkmal in Narion Nira gefunden, auf Nira. Und jetzt sind wir hier auf Gunibu 1A unterwegs. Gunibu ist immer ein geiler Name. Den mag ich gerne. Wer weiß, wie man das ausspricht. Junibu oder Janaba oder so. Keine Ahnung, was sich die Hippies da mal ausgedacht haben. Und hier ist verbranntes Ökosystem. Habe ich auch selten gehabt. Und wenn ich es mal gefunden habe, dann kam es dann auch wieder ganz oft. Neues ökologisches Merkmal haben wir jetzt schon. 4 Icons mit radioaktives Symbol dazu. Und jetzt kommen wir zur Vulkanschlotte. Vulkanschlotte. Neues chemisches Merkmal. Viele sagen auch China Vulkanklotte. Wenn man das nach China nimmt, Vulkanklotte, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das hier auf Schrödinger gefunden und das war ein bisschen selten für mich. Also XL gibt es da, Van Maan und Schröder und Piazzi, selten anzufinden. Ja, dann haben wir alle fertig und dann können wir uns mal das Ergebnis ansehen. Und dafür habe ich eine Grafik erstellt und zwar die hier. Hier sehen wir also das Videoergebnis. Ich habe das Ganze als 4K-Image erstellt und deswegen müssen wir da mal ordentlich reinzoomen. Es ist schwierig, alles auf einen Blick auf so einem kleinen YouTube-Fenster zu zeigen. Deswegen habe ich das Bild auch angehängt auf Red Edit und da könnt ihr selber reinspringen, hin und her zoomen, wie ihr wollt. Also wenn ein Scanner das natürlich Baustein-Symbol da anzeigt, da zählt irgendwie fast alles. Runter. Allerdings sind hier auch schon unterschieden. Also es gibt keine Pilzwucherung bei den anderen Bausteinen. Pilzwucherung hat zum Beispiel immer nur diese Linie und diesen Baustein. Also du kannst, wenn du ein gutes Gehirn hast, dir das alles merken und dann in die Richtung laufen, wenn das Symbol angezeigt wird. Aber man sieht halt, hier ist
echt viel unter diesem Icon ja angebracht, also es ist fast alles. Das nächste Icon, was so aussieht wie ein Baum, da gibt es amphibisches Dickicht und Korallentümpel und die sind auch immer zu diesem Icon zugeordnet. Allerdings können wir die neogeophysikalische Merkmale und biologische Merkmale und so weiter, chemische Merkmale getrost vergessen. Daran sollten wir uns nicht orientieren, wenn wir etwas Bestimmtes suchen und in eine Richtung laufen wollen. Ja, das Raumschiff ist die Absturzstelle, da finden wir nur ein paar Sachen, also da können wir gut looten, da gibt es nichts für unseren Planeten, um den auf 100% zu bringen. Das gleiche ist für Höhlen oder trifft auf Höhlen zu. In Höhlen können wir allerdings auch manchmal Ressourcen finden, also wenn du nur 5 von 7 gefunden hast, dann kann da das letzte Teil drin sein. Und dann haben wir dieses Sternenteil, das sieht tatsächlich aus wie so ein Kristall und da sind tatsächlich auch eisige Gletscherspalte, geschmolzene Gletscherspalte. Also wenn wir das Icon sehen, finden wir eines der beiden Eigenschaften und ja dieses, also es sieht aus wie eine Explosion und da sind tatsächlich auch viele Sachen. Meteorkrater ist immer hinter diesem Icon verankert gewesen, Meteorschauer, Einschlagstelle war auch immer bei diesem Icon und riesige Scherbel. Das Icon, was wie ein Diamant aussieht, da haben wir kristalline Matrix. Wenn wir das suchen, müssen wir zu dem Diamanten laufen. Kristalline Mineralien oder Kristallsäulen. Alles, was mit dem Kristall zu tun hat, das passt ziemlich gut. Und ja, dieses Gravitationsanomalie-Symbol, ja, das ist dann entweder Tempel, zuerst ist da Flugplatz-Symbol und dann verändert sich das zu diesem Kreis mit einem Punkt und ja, eine Erde und noch ein Punkt. Und da ist dann, wenn man das exploren kann, für den Planeten eine Gravitationsanomalie hinter versteckt. Und wenn wir das Icon sehen, müssen wir da hinlaufen, wenn wir das suchen. Und unterirdische Meere ist tatsächlich auch irgendwie so, so wie ein Vulkan, so ein Sprudel und ein Hügel und irgendwie ein Punkt darunter. Tatsächlich unterirdische Meere kann man sich auch gut merken und das gibt es nur darunter. Bei der letzten Linie ist verbranntes Ökosystem draufgesetzt und das ist das einzige, was ich hatte, was zwei verschiedene hatte. Einmal ein Nuklearsymbol hatte ich einmal und einmal ja so eine olympische Flamme oder so, irgendwie eine Schale mit ja, Feuer, keine Ahnung, was es da so genau sein soll, auf jeden Fall was mit Feuer und das passt auch zum verbrannten Ökosystem. Und gleiches Symbol haben wir für Thermalkrater, also diese ja, Fackel oder Feuerschale oder so. Auf jeden Fall irgendwas mit Hitze und Dampf. Das passt zum Thermalkrater und das ist auch immer zu diesem Icon zugeordnet gewesen. Ja, und das sind alle hier auf einen Blick. Ja, und alles, was ich gesucht habe und war auch fest verortet, also die Vulkanschlotte, die habe ich tatsächlich auch immer an demselben Ort gefunden, egal welches New Game Plus Universum ich genommen habe, auch wenn ich bei Wiki und Starfield Wiki nachgeschaut habe, die haben die gleichen Orte wie ich gehabt und das kann man tatsächlich auch gezielt auf dem Planeten suchen. Ist das Ganze jetzt hilfreich, wenn man das weiß? Und ja, also wenn man die erste Linie anguckt, dann dafür natürlich nicht. Aber wenn man die anderen anschaut, sind die ja schon sehr überschaubar. Und ja, wenn man sich die Icons anguckt und die Eigenschaft dazu, dann kann man sich das auch schon vorstellen, dass das dazu passt und sich dann auch merken. Also dann kann man schon in die Richtung gehen, wenn man das sucht. Diese Attribute wie neogeophysikalische
Merkmale, die sind komplett für den Popo. Also das ist nur ein Baustein. Und das hilft überhaupt nicht, in irgendwelche Richtungen zu gehen. Und hier haben wir jetzt nochmal alle Scanner-Sachen, die ich nicht auf dem Planeten fest verankern konnte. Also natürlich das Symbol für abgestürztes Raumschiff. Das ist immer hinter diesem Symbol verankert. Und da können wir einfach nur ein paar Sachen looten. Da ist überhaupt nichts für den Planeten Wichtiges drin. Das ist quasi wie ein Gebäude. Zählt das? Ja, und sehr häufig stolpert man auch immer über diesen bedeckten Krater. Zu meinem Scannerzustand im Moment mit den ganzen Perks kann ich den nicht aufdecken und für einen Planeten verankern. Ja, also bedeckter Krater, da gibt es für mich meistens immer nur einen Misthaufen mit ganz viel Material und ich kann da ganz viele besondere Dinge abgreifen, die so auf dem Planeten nicht verankert sind durch den Misthaufen. Und ja, hier noch ein paar Rohstoffe abbauen. Und dann haben wir auch noch den einsamen Hügel. Und ja, den konnte ich auch nicht verankern. Woran das auch immer liegen würde, ob das nicht zählt oder für die DLC oder ich meine Fertigkeiten auf den Scanner gesetzt habe oder noch andere Fähigkeiten noch nicht freigeschaltet habe. Ja, also ein Sommerhügel ist für mich nicht zu scannen. Das gleiche trifft auf den Eisausbiss zu. Das sehen wir hier, das Teil. Also ich kann zwar scannen und es wird mir angezeigt, dass es ein Eisausbiss ist. Aber ist nie auf irgendeinem Planeten verortet gewesen. Und wir sehen auch hier, dass auf dem Planeten gar nichts ist. Also das wird dann hier auf so einem Planeten hingestellt. Man kann es scannen, aber es hat keinen Einfluss auf eine 100%, weil es nicht verlangt wird. Gleiches erlebe ich auch bei der Felsformation, denn die kann ich auch finden, scannen. Und hier ist ein Planet, wo drei Attribute gesucht werden. Und die Felsformation, die zählt irgendwie nie für mich. Und dann haben wir auch den Kristallkrater. Wir haben ja einiges, was wir mit Kristall aufdecken können und erforschen und finden können. Aber ein Kristallkrater nicht. Den kann man zwar finden, oder ich kann ihn zwar finden, aber es passiert hier einfach nichts mit den Planeten. Also der ist irgendwie da. Keine Ahnung, was damit noch alles so ist. Und da gibt es natürlich auch noch die natürlichen Bögen. Auch die können wir finden. Die habe ich sogar ziemlich früh im Spiel zum ersten Mal gesehen. Und da ging auch gar nichts. Und da habe ich noch nicht mal einen Skillpunkt auf den Scanner gesetzt. Und ja, und ich dachte, das liegt einfach da dran. Aber jetzt später im Spiel, wo ich mein Skilltree sehr gut ausgebildet habe, geht es immer noch nicht. Also ich kann mit dem hier nichts anfangen. Und es wird auch nie verlangt, dass ich den freisetze für den Planeten. Und dann gibt es auch nochmal die Oase. Und ich habe auch bei den Starfield-Wikis nachgeschaut. Und die haben auch nichts Genaueres über die Oase. Keine Eigenschaft, kein Icon oder sonst was als Planetenressource irgendwie verankert. Die Oase kann man finden, man kann sie nachlaufen, kann ihr nachlaufen, sie scannen, auslösen, aber mehr passiert eben nicht. Ja, das war's jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, mit mir auf Erkundungs- und Forschungsreise zu gehen. Wir haben ein bisschen was aufgedeckt, herausgefunden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag auf YouTube. Bis dann. Tschüss. Großartig. Hast du, was du brauchst? Hier gibt es viel zu stöbern.